Die nächste Frage geht an Norbert Walter-Borjans und auch diese Frage kommt aus dem Bereich Innenpolitik. Herr Walter-Borjans, Cannabis wird in den USA immer weiter legalisiert und auch in Deutschland gewinnt die Debatte an Fahrt. Finden Sie es persönlich richtig, dass jemand, der hierzulande einen Joint raucht, strafrechtlich verfolgt werden kann? Also wenn man aus einer Stadt kommt wie Köln und abends über die Straßen geht, dann hat man, wenn man Bescheid weiß, hin und wieder einen Duft in der Nase, von dem man weiß, dass wir uns hier mit der Realität beschäftigen müssen. Ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die Cannabis für ungefährlich halten. Und ich sehe das Gleiche aber eben auch für Alkohol. Und das Problem ist die Frage, ob wir den Konsum von Cannabis strafrechtlich verfolgen und damit nicht nur Mittel, sondern auch Personal binden in Bereichen, wo ich denke, dass es in unseren Städten, aber insgesamt im Land deutlich besser eingesetzt werden könnte. Also insofern würde ich sagen, das ist eine Frage des realistischen Umgangs mit diesem Thema. Wir haben uns damit zu beschäftigen, dass Cannabis in Deutschland und in vielen anderen Ländern eben auch mittlerweile in einem ziemlichen Umfang konsumiert wird. Es ist nicht ungefährlich, es ist nicht etwas, was ich jemandem raten würde, aber die Kriminalisierung des Konsums würde ich in dieser Weise nicht fortsetzen. Okay. In Ordnung. Für sowas kriegt man Applaus.